eine anprangernswerte Sache. Herr Stadlera, w imieniu niezrzeszonych. Herr Präsident, Herr Kollege Kukan, bei allem aber ich halte diesen Bericht eben nicht für ausgewogen. Ich bringe Ihnen nur drei Beispiele, ich könnte Ihnen gleich 10 weitere nennen. Ich nenne nur die drei prägnantesten. Unter dem Kapitel Todesstrafe und ihre Vollstreckung wird zwar Weißrussland genannt, aber das führende Land, unser Partnerland, das jeweils traurige Führerschaft bei der Vollstreckung der Todesstrafe hat, die Vereinigten Staaten von Amerika, werden mit keiner Silbe genannt. Weiteres Beispiel. Auf der nächsten Seite wird unter dem Titel Religionsfreiheit wird allgemein auf die Blasphemiebestimmungen in bestimmten Ländern verwiesen. Aber dort, wo Tausende und zigtausende Christen vor der Auslöschung ihrer uralten christlichen Gemeinschaften stehen, etwa im Irak, etwa in der Türkei, in Nigeria oder auch in Syrien, wird das mit keiner Silbe erwähnt. Die Christen sind überhaupt eine der gefährdetsten religiösen Minderheiten in islamischen Ländern. Das spielt nicht einmal mehr am Rande eine Rolle. Oder als dritter Punkt, und da rufe ich die heutige Debatte zum Estrella-Bericht wiederum in Erinnerung, etwa die Ziffer 118, wo in Wirklichkeit versteckt sogar noch Abtreibung gefordert wird. Und das Menschenrecht des Ungeborenen auf Leben wird mit keiner Silbe angesprochen. Das sind nur drei Beispiele für die Einseitigkeit dieses Berichtes. Ich könnte Ihnen 10 weitere ohne weiteres aus dem Stand heraus nennen. Ich werde diesen Bericht ablehnen. Vielen Dank. Und jetzt weitere Redner. Herr Gzyb als erster Redner, bitte sehr. Ich gratuliere Herrn Berichterstatter, Herrn Kukan, zu diesem schwierigen Bericht. Dieses Jahresbericht ist sehr gut verfasst worden. Die Europäische Union verändert sich, um